Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Polizeigeschichte Kevins Überfall. Mal sehen, was passiert. Ach, heute ist wieder so ein richtig guter Tag. Da will ich doch mal gleich Inventur machen. Okay, dann will ich mal zählen. Also, ein paar Schwimmflügel, zwei paar Taucherflossen und zwei paar Brillen. Perfekt. Oh, du, was ist das denn für ein Geräusch? Wo ist hier die Bremse? Oh, oh. Was? Nein, der kommt direkt auf meinen Laden zu. Wow, das mit dem Fahren muss ich wohl noch üben. Zum Glück hatte ich einen Helm auf. Mein Laden, was machst du denn hier? Keine Sorge, Kumpel, das ist alles heile bei mir. Ich werde dich schon nicht verklagen. Mich verklagen? Das ist ja wohl die Höhe. Du bist schließlich in meinen Laden reingerast. Ja, Junge, jetzt mach mal nicht so einen Aufstand, war keine Absicht. Na, das muss ich mir nicht bieten lassen. Los, raus hier mit dir. Hey, raus, was soll das? Mach mal ruhig. Raus. Hey, Alter, was ist los? Wow. Lass dich ja hier nicht nochmal blicken, sonst rufe ich die Polizei. Au, oh, das hat wehgetan. Na, warte, das gibt Rache. Wart's nur ab. Oh Mann, ist das ein Chaos hier. Und ich darf natürlich aufräumen. Ah. Okay, ich stelle mir erstmal das Motorrad auf. Und hau ruck. Wow, ein Polizeimotorrad. Na, das kann er ja nur gestohlen haben. Was geht denn hier vor? Okay, aber erstmal raus mit dem Teil aus meinem Laden. Na gut, dann will ich mal hier wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Okay, dann kann ich jetzt die Tische umstellen und nochmal durchfegen. Guten Tag, können Sie mir helfen? Was? Ja, natürlich. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein kleines Geschenk für meine Tochter. Können Sie mir etwas empfehlen? Spontan würde ich Ihnen eins von diesen beiden hier empfehlen. Die Wasserkrake oder diesen Entenring. Beides sehr beliebt bei Kindern. Kann Ihre kleine Tochter denn schon schwimmen? Nein, noch nicht. Ja, dann würde ich definitiv diesen Schwimmring hier empfehlen. Ja, sehr gut, den nehme ich, danke. Oh, was für ein Tag. Okay, ich werde mal ein paar neue Brötchen backen. Guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun, junge Frau? Ich hätte gern einmal Pommes mit Cola, bitte. Ja, na klar. Ein Moment, kommt sofort. So, hier haben wir schon mal die Pommes und die Cola. So, Pommes und Cola, das macht dann 3,70, bitte. Vielen Dank. Können Sie einen Zehner klein machen? Aber natürlich. Hier, bitteschön. Lassen Sie sich schmecken. Danke, ciao. So, mein Laden sieht wieder halbwegs aufgeräumt aus und ich hatte bereits die ersten Kunden, also schlimmer kann es ja nicht werden. Hallöchen, Sie da. Sie können mir doch bestimmt helfen, oder? Ja, natürlich. Was kann ich tun? Tja, die Sache ist ganz einfach. Ich glaube, ich habe einen Piratenschatz gefunden. Dieser befindet sich nun mal leider unter Wasser. Ich habe keine Tauchausrüstung. Haben Sie sowas hier? Mir selbstverständlich. Schauen Sie mal hinter sich. Wir haben zufällig noch Taucherflossen und Brillen da. Probieren Sie doch einfach mal an. Das könnte klappen. Perfekt. Die nehme ich. Danke. Tja, wer hätte das gedacht? Nach diesem Morgen doch noch so einen guten Tag. Okay, na dann will ich mal Feierabend machen. Der alte Mann ist weg. Zeit für Rache. So, wollen wir doch mal gucken. Okay, hier liegt nur Schrott. Brötchen, Zimtrollen, Pizza. So Kram suche ich nicht. Ja, die Kasse. Das habe ich gesucht. Dafür, dass du mich herausgekickt und mir mein Motorrad entwendet hast, werde ich mich ja mal bedienen. Nun mach schon, geh auf, blödes Ding. Na komm schon, klemmt das Ding oder was? Ach, verdammt, das Ding ist kaputt. Da muss ich wohl zu härteren Maßnahmen greifen. Irgendwie kriege ich die schon auf. Oh, warte mal. Okay, damit könnte es was werden. Hau ruck! Yes, ich hab's geschafft. Hä? Was? Oh Mist, ich habe wohl den Alarm ausgelöst. Oh Gott, jetzt schnell die Kohle und weg hier. So. Oh, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Schnell, schnell, schnell. Oh Mist, die Polizei kommt, ich muss schnell hier raus. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay, hier sollte ich sicher sein. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Na toll, und für dieses Kleingeld kann ich mir nicht mal ein neues Skateboard leisten. Ach, na sowas, dich kenne ich doch, Junge.
Verdammt! Ich meine, schönen guten Tag, Officer. Was kann ich für Sie tun? Tja, wenn du schon so fragst, Freundchen, kannst du mich eigentlich direkt begleiten? Ich glaube, du bist letztes Mal geturnt, kann das sein? Was? Geturnt? Wie? Kennen wir uns? Ich glaube, ich habe Sie noch nie gesehen, Herr Officer. Halt den Rand, Junge. Ich habe dich doch eben aus dem Imbissladen kommen sehen. Du bist echt dümmer als die Polizei erlaubt, weißt du das? Was soll das denn heißen? Keine Sorge, Freundchen, wir haben dein Zimmer im Knast genauso gelassen, wie du es verlassen hast. Los, ab in den Wagen mit dir! Nein!